Guten Morgen! Heute bin ich hier mit dem Karl und der Karl hat bei mir geschlafen beim Rohkost-Potluck und wir haben uns ein bisschen unterhalten und der Karl ist auch ein ganz großer Experimentierer vor dem Herrn und ja, wer mich schon länger verfolgt, der wird wissen, ich liebe ja Eigenexperimente am eigenen Körper, weil dann ist man für sich selbst verantwortlich und ja, muss niemanden Rechenschaft ablegen und das ist halt einfach so eine Sache, wo man dann, wenn man dann die Erfahrung macht, die dann auch mit anderen teilen kann und andere dann von diesen Experimenten lernen können. Und der Karl, der hat auch schon ganz schön experimentiert. Und ja, deswegen habe ich mir den Karl jetzt einfach mal geschnappt und ja, möchte mit ihm sozusagen seine Experimente, die er so an sich durchgeführt hat, einfach mal durchsprechen als Inspiration für euch. Und ihr beide wollt auch nochmal ganz deutlich sagen, dass das haben wir für uns gemacht, beziehungsweise er jetzt das, was wir für ihn, was er jetzt für sich gemacht hat, hat er für sich gemacht. Müsst ihr jetzt nicht nachmachen, aber nehmt als Inspiration. Ne? Wer ja, meine Experimente kennt ihr auch. Das Interessanteste war wahrscheinlich, bekommen Veganer Sonnenbrand? Das blende ich mal oben in den Infokarten ein. Ja, bitte auch nicht nachmachen. So, Karl, jetzt erzähl mal so ein bisschen. Erstmal, wie kommt es, dass du so ein bisschen experimentierst? Was ist so der Antrieb und was hast du so eigentlich so schon mal mit dir ja, an Experimenten gestartet? Warum vor allem? Ja, also ich ernähre mich jetzt circa seit 5,5 Jahren vegan. Und seit gut 3,5 Jahren komplett rohköstlich. Also ich habe vorher noch ab und zu am Wochenende quasi so gekochte Kartoffeln gegessen und sowas in der Art. Dann habe ich irgendwann erklärt, so kann vom Wohlbefinden her, dass ich mich viel positiver und besser fühle, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich ausschließlich nur noch Rohkost esse. Und das war bei mir schon immer so, dass ich einen sehr großen Anteil hatte aus grünen Kräutern. Und meine Oma quasi, die ist so eine Kräuterhexe, da habe ich immer schon so einen großen Anteil an Wildkräutern auch dabei gehabt und jetzt nicht nur sowas aus dem Supermarkt, die sie quasi aus dem Wald und im eigenen Garten gepflückt hat. Und im Endeffekt ist das dann da hingekommen, dass ich aus dem Wald dann quasi mir dann, also so ist jetzt der aktuelle Stand, ich ernähre mich fast autark nur aus dem Wald, also von Wildkräutern, ich esse am Tag so zwischen 1 und 400 Gramm Wildkräuter aus dem Wald, die ich selber pflücke. So, und jetzt hat natürlich der Christian angesprochen, die Experimente. Was sind jetzt die Experimente bei den Wildkräutern? Das gibt ja oft, dass Leute Wildkräuter essen, aber was ist denn jetzt daran das Besondere bei mir speziell? Ja, vor allem, du hast ja singulär ganz spezielle Dinge ausprobiert, genau. um das zu testen. Und das ist halt ja, das Entscheidende, dass du halt wirklich, wenn du einzelne Sachen ausprobierst und wie die Wirkung ist, was vielleicht andere nicht so gemacht haben. Genau. Und also der Drang erstmal, woher kommt er, sich selbst entdecken? Das ist erstmal die erste Frage. Ist das schon intuitiv? Hast du dir bewusst Gedanken gemacht? Ich will mich selbst erfahren oder hast du das schon intuitiv immer gemacht? Also es gab bei mir öfters schon in meiner Kindheit den Moment, dass ich Sachen gesehen habe, die so konditioniert waren, wo ich mir dachte, das kann eigentlich so nicht sein, dass das für immer jetzt so bestimmt ist. Ja. Also ich war im Prinzip so ein zusammengenähter Flickenhaufen, so kann man das schon fast beschreiben. Also sehr viele Schwächen an meinem Körper, meine Augen, ich hatte eine sehr starke Sehschwäche, sehr schlechte Zähne. Ja. Haltungsschäden, also Wirbelsäule schräg, dann auf einer Seite höher und die andere niedriger. Mhm. Und dann kam, dass mein Großvater gestorben ist. Mhm. Und dann ging es richtig los. Dann habe ich diese ganzen Probleme alle nacheinander Schritt für Schritt abgearbeitet. Cool. Also ich bin, mein Großvater ist circa vor 6 Jahren gestorben. Dann fing das bei mir an, dass ich komplett also vegan geworden bin. Okay. Weil er an Krebs und Lebermetastasen gestorben ist. So. Und die Probleme habe ich vorher schon erkannt. Also ich habe sehr, sehr schlechte Zähne gehabt, demineralisierte Zähne. Okay, ja. So, das heißt, wenn man eine Fluoridvergiftung hat, dann beginnt das ja, dass quasi die Zähne anfangen, so weiße Flecken und teilweise auch gelbe Flecken zu kriegen, so bräunliche auch. Es fällt ganz unterschiedlich aus von Person zu Person. Und wenn das noch weiter geht, dass dann quasi die Zähne sich zerbröckeln. Ja? Und meine Zahnärztin, also meine Mutter, hat in der Schwangerschaft Fluoridtabletten bekommen. Okay. So. Und als Kind war das dann mir schon auffällig, dass ich diese weißen Flecken hatte, als kleines Kind. Okay. Ja? Und dann ging es halt weiter, ich habe in der Kindheit die Tabletten wieder bekommen, weil dann gesagt wurde, ja, diese weißen Flecken, man muss das bekämpfen. So. Und dann ging es bei mir halt richtig los, dass das, als ich dann diese zweiten Zähne bekommen habe, man hatte die Milchzähne und danach kommen ja die Zähne der Erwachsenen, die zweiten sozusagen. Ja, und dass ich da dann hinten wirklich schon markante gelbe Flecken hinten auf den Zähnen hatte. Also, das ist natürlich krass in dem Alter. Genau. Ja. Und dann hat meine Zahnärztin im Prinzip dagegen arbeiten wollen und hat mir dann einen Fluoridlack alle 6 Wochen aufgetragen. Und das hast du damals als Kind schon alles so realisiert, dass das ein unnormal ist bei dir? Also hast du das schon als selbstverständlich genommen, dass du da was nehmen musst? Oder hast du, wann kam das, dieses, da ist was? Ja, also mein Vater war im Prinzip schon, mein Vater ist halt selbstständig und
hat so einen Betrieb, baut Bootshäuser selber, ist auch Multimillionär quasi dadurch und ist dadurch, hat oft Wege im System gefunden, die quasi so viele Leute nicht erkennen. So, ja, solche, okay. solche Pfade, die quasi zwischen den Zeilen zu lesen sind. Ja. Und dann hat er mir quasi so gewisse Sachen gezeigt, wo er denkt persönlich, dass da Sachen falsch laufen. Ja. Also das Erste, woran ich mich so erinnern kann, ist zum Beispiel, dass gewisse Kriege zum Beispiel, dass das im Prinzip nicht, weil die Länder sich miteinander bekriegen, sondern im Prinzip, dass da höhere Mächte sind, die einfach, dass das Geld hin und her schieben ist im Endeffekt und sag ich mal, auch ein Spiel im Endeffekt. Ne? Okay. Und nicht, weil jetzt Land A mit Land B einen Krieg hat, sondern wie soll ich sagen, also du hast quasi verschiedene Interessen, genau. Die auf die Politik Und das Ziel ist klarer finanzieller Profit. Und es ist kein reeller Konflikt da, sondern der Krieg wird gespielt, um quasi die Macher gewinnen dadurch halt Profite. So, okay. Und da habe ich so gemerkt, hier läuft was verkehrt. Das war so das allererste, wo er mich hingestoßen hat. Und dann habe ich halt immer mehr gedacht, diese Probleme, das kann nicht der finale Zustand sein. Das ist so nicht. So. Und dann habe ich halt mich sehr alternativ informiert immer, wo ich mich dann vegan ernährt habe. Am Anfang halt noch am Wochenende mit gekochter Kost, aber schon viel Rohkost, ne? Obst etc. So. Und dann habe ich das Problem bekämpft. Meine Augen. Ich hatte eine Sehschwäche vererbt von meiner Mutter bekommen. Minus 4 Dioptrien hat sie. Minus 4, okay, das ist 4. Und ich hatte in dem Alter, wo ich vegan geworden bin, minus 2 auf dem linken und minus 2,2 auf dem rechten Auge. Das ist, was ich jetzt ungefähr habe. So. Und dann war quasi der Faktor, dass ich meine Augenärztin gefragt habe, weil ich habe mal früher von dieser Rasterbrille gehört, womit man die Augen trainieren können soll. Und habe sie gefragt, ist das vielleicht möglich mit dem zum Beispiel oder durch Ernährung und so weiter, weil da war ich ja schon vegan. Ja. Sie hat gesagt, nein, die Augen werden immer schlechter werden. Ja. So. Ja, und dann, habe ich schon aus Eitelkeit zum Teil und ich habe die Brille nicht mehr getragen. Ne? Ich hab da schon so vermutet, vielleicht, das ist ja auch im Endeffekt so ein Muskel, im Prinzip der Sehne, dass man den vielleicht auch dadurch... Ja, das ist das Prinzip der Rasterbrille, dass du es trainierst. Genau, also ein Muskel, der einfach wie ein, zum Beispiel ein Bizeps trainiert wird. Ja? Übrigens ganz kurz zur Rasterbrille, ich habe schon mal eine Rezension gemacht, die kosten nicht viel, 5 bis 15 Euro, gibt es auch Qualitätsunterschiede. Oben in den Infokarten, den Link einfach, aber sorry, weiter. Genau, und dann habe ich halt geschaut, was kann man da so machen, ne? Und bin dann immer wieder so auf Zwischensachen gestoßen, so Zwischenetappen, die mich da weitergebracht haben. Zum Beispiel, dass es auch nicht nur die Rasterbrille gibt, sondern auch ein spezielles Augentraining, ja? Ja. Also, womit man zum Beispiel bestimmte Sachen in der Ferne fokussiert und dann wieder mal nah fokussiert. Oder auch, also das war das, was mir speziell krassen Erfolg gebracht hat, war, man hat ja so das Sehfeld, zum Beispiel, ich gucke jetzt nach vorne, ganz normal. So, dann gucke ich nach oben und dann irgendwann geht es ja nicht weiter, wenn du nach oben guckst. Und das spezielle Training war bei mir, über diesen Anschlag hinauszuschauen, wenn du nach oben schaust. Weißt du, so gehst du nach oben und dann so, dass es irgendwann, du spürst, da ist so ein Widerstand. Ja, ja, klar. Und den überschreiten. Ja. Und das dann möglichst in alle Richtungen, möglichst alle 360 Grad in den Augen. Du kannst auch von oben nach unten wechseln. Kannst du dann zu schielen, wenn ich das mache? Das ist ja nicht unbedingt verkehrt, dass du mal kurzzeitig schielst. Ja? Nee. So, und das habe ich dann kombiniert, wo ich einen Beitrag gesehen habe vom Robert Franz. Der hat so ein Kräuter-ABC auf YouTube gemacht. Vielleicht verlinkt das ja der Christian auch mal hier. Mal so sehen, am Start wahrscheinlich. Ne? Robert Franz ist definitiv jemand, der sehr, sehr gute Inspirationen und Ansätze hat. Leider habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ja mittlerweile auch sehr dem monetären Erfolg zugeneigt ist und dass da auch ein bisschen was rüberschwappt, wo man vielleicht auch mal ein bisschen kritisch sein soll. Aber Inspiration wunderbar, Ansätze wunderbar. Man muss halt einen gesunden Menschenverstand haben, wenn man seine Videos auch guckt. Aber ich habe teilweise auch das Gefühl, er ist so ein bisschen wie so ein wandelndes Lexikon, aber auch wie so ein bisschen so leicht wie so ein verrückter Professor, so, weißt du? Also er macht einen krassen Vortrag, aber haut dann zwischendrin immer so Sachen rein, die da nicht unbedingt was damit zu tun haben, aber wo du unheimlich viel Sachen für dich selber von lernen kannst. Genau. Zum Beispiel, er hat einen Beitrag über das Traumkernextrakt gemacht und Vitamin D und sagt dann da einfach, ja, und das hilft auch bei den Augen und die Augen bestehen da zu 80% nur aus Vitamin C. So. Und dann habe ich mir gedacht, die Augen bestehen zu 80% nur aus Vitamin C. Okay. Und ich habe so schlechte Augen. So. Das ist mir auch neu. Und dann aber die Augen, Vitamin C, so, aber die Nahrung, da die Vitamin C-Grenzen sind ja nicht so wirklich hoch. Und die Sachen werden nicht so optimal angebaut, wegen der Felderwirtschaft etc. Ne? Das wissen ja viele Leute, dass das nicht mehr optimal ist heutzutage. Böden sind halt auch ausgelaugt. Und im Endeffekt, dass da auch nicht mehr so viel Vitamin C drin ist. Auch wenn man jetzt eine Zitrone isst, wenn die von so einer Plantage kommt, ist nicht mehr so optimal. Ne? So. Und hab dann da was gemacht, was
Ja, das wäre schon wieder so eine experimentelle Grenzerfahrung. Mhm. Ne? Man sagt ja, 80 Milligramm Vitamin C braucht man am Tag, sonst kriegt man Skorbut. Mhm. Wie damals die Seefahrer. Aber das ist die absolute Untergrenze. Genau, die absolute. Ja. Also 1000 Milligramm ist eigentlich schon so das, was man... Ja, das wäre schon wesentlich optimaler. Ne? Ja, ja. So, das ist aber auch heutzutage durch die normale Ernährung aus dem Supermarkt schon wirklich schwer zu erreichen, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ne? 1000 Milligramm, da muss man schon wirklich eine ganze Menge hohe Sachen essen. Okay, also ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber stimmt, 1000 Milligramm ist so... Ja gut, okay, also ich will jetzt nichts sagen, aber ich dachte... Also ein Apfel hat ja heutzutage so zwischen 30 und 50 Milligramm. Mhm. Rechne das mal auf 1000 hoch. Also 50, ja, das wären 20 Äpfel. Apfel ist ja noch nicht die größte Vitamin-C-Quelle. Also ich glaube... Hättest du mal ein anderes Beispiel? Weizengras oder Gerstengras, ich glaube da ist... Ah, ich weiß es nicht genau, lass uns mal da... Klar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, deswegen... Vielleicht in einem anderen Video dann. Also Vitamin C weiß ich nur anhand der Recherche, und ich habe eben bei alles mal so gecheckt, dass da nirgendwo ein Problem dann auftaucht. Und ich glaube, ich habe 1000 Milligramm als... So, und jetzt kommt ja mein Experiment, ja? Weil ich habe mich ja wirklich lange Zeit ernährt aus dem Supermarkt, mhm, aber also diese Sache mit den Augen, die ist bei mir noch nicht so lange her. Ja. Also 5,5 Jahre vegan, aber das mit den Augen, das ist bei mir noch nicht lange her. Also das ist so circa... Ich würde sagen, 2 Jahre her. Mhm. Man soll mich jetzt nicht auf diese Zeit festlegen, ich habe das jetzt nicht mehr so datiert. Ja? Mhm. Und dann habe ich Vitamin C synthetisiert genommen. Mhm. Und dazu noch so ein anderes Multivitaminsupplement, wo auch Jod und verschiedenste Selen, verschiedenste andere... Jod und Selen, die beide Kombination ist wichtig. Ja? Genau. Mein Jod-Video unbedingt schauen. Kupfer auch noch am Start, so wirklich verschiedene, eigentlich relativ seltenere Mikronährstoffe. Also bei Kupfer sehe ich nicht die große Problematik, also mit der Analyse. Ich weiß jetzt nicht, ist das bei Vitamin C-Aufnahme zum Beispiel relevant oder weswegen hast du Kupfer? Nein, das war alles so in einem Kombinationssupplement. Okay, dann scheint es ja wahrscheinlich einen Sinn gehabt zu haben. Genau, okay. und jetzt kam halt die Sache, du sagst jetzt 1000 Milligramm und ich habe dann am Tag zwischen 15.000 und teilweise sogar 30.000 Milligramm genommen. Okay. So, also quasi 30 Gramm. Ja? Und dann kam das halt... Das ist schon extrem, ja, das ist wirklich extrem. Ja, das sind also 30 Gramm, das sind zwischen, das sind schon ein paar Teelöffel auf jeden Fall, ne? Ja, das ist schon, also das... So, ja. So und hab das dann immer halt so abgewogen, ne? Man kann sich ja auch ein bisschen verschätzen mit den Löffeln immer, ne? So, und dann ging es halt los. Dann habe ich innerhalb von 1,5 Monaten meine Sehschwäche so weit verloren, dass ich... Meine Sehschwäche verloren? Ja, meine Sehschwäche... Ach so, du hast eine Schwäche verloren. Ah, genau, okay. diese -2. Ich konnte ja auf 3-4 Meter Entfernung konnte ich Menschen ohne Brille, wenn du mir jetzt da 2 Männer hingestellt hast oder 2 Frauen, ich konnte die nicht wirklich unterscheiden, wenn die sich von der Silhouette ähnlich sehen. Und sie hätten jetzt große Brüste gehabt, dann hättest du es wahrscheinlich doch noch gesehen. Wenn die zur Seite weghängen wahrscheinlich, dann ist das natürlich optimal. Okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt. Und das Ding ist dann gewesen quasi, dass die Sehschwäche, ich habe das immer im Autofahren getestet, auf weite Entfernung, Straßenschilder sehen auch 100 Meter. Das ist ja immer gut, kann man es gut sehen, so, genau. Oder auch Nummernschilder, das ist ja noch ein bisschen kleiner als die Straßenschilder, Bei Autobahn und so weiter und das war dann im Prinzip annulliert. Ich hatte keine Sehschwäche mehr, ne? Also ich konnte Straßenschilder alle sehen, weil ich habe ja eine Brille. Ja. So. Und wenn ich quasi die Brille zum Beispiel auf der Stirn habe, schaue, sehe das Straßenschild, ziehe die Brille runter, sehe das Straßenschild, keine sichtbare Veränderung da. Also ich kann da Straßenschild genau... Kann ich mir nicht vorstellen, weil das Auge passt sich auch an. Das ist eine Anpassungserscheinung. So, aber jetzt kommt der Zusatzfaktor. Ne? Das geht nur unter der Voraussetzung, dass wir einen hellen Tag haben, wo gutes Licht ist. Weil ab dem Zeitpunkt, wo Dämmerung kommt und wo es nachher dunkel wird, also ich habe so eine Art gefühlt Nachtblindheit, das habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass ich im Dunkeln dann... ich kann am Tag scharf sehen, aber in der Dunkelheit ist das nicht mehr so. Okay, weißt du? Da habe ich dann bin schnell geblendet zum Beispiel, wenn mir ein Auto, dann muss ich erstmal wieder scharf fokussieren. Also ich habe nur, wenn ich so möglichst stressfrei und möglichst hell, dann kann ich wirklich sehr gut schauen. Ja? Mhm. Aber bei der Nacht, also ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch noch änderbar ist. Ja. Auch mit der Nachtblindheit, dass man das vielleicht auch in irgendeiner Art trainiert. Okay, jetzt wieder Vitamin C. Machst du das denn jetzt noch? Oder? Nein. Du machst es nicht mehr? Ich mach's nicht mehr. Das hat sich gehalten. Aha, okay. Ja. Also das war dann erreicht und abgeschlossen für mich, weil ich habe... Du hast jetzt so lange, trägst keine Brille mehr deswegen. Ich trage eine Brille, das hast du wahrscheinlich gestern gesehen beim Ruckhaus-Potluck, beim Autofahren. Also da, wo es wirklich sehr, bei finsterer Nacht. Okay. So, okay. Da hatte ich dann den Faktor, dass ich die Brille getragen habe. Aber wenn ich zum Beispiel von der Müritz, ich bin ja der König von der Müritz sozusagen, komme ich ja her, von der Müritz, ja, Mecklenburg-Vorpommern, der größte See Deutschlands. Ja. Das Ding ist halt, dass ich von da hierher fahre, nach Erfurt, da mache ich jetzt die Ausbildung im Fernsehen, ja. Und das sind 450 Kilometer, fahre ich komplett ohne Brille und kann alles scharf sehen. Aber ab da, wo es dunkel wird, das ist wirklich, das ist grenzwertig. Aber vorher war es anders vom Vitamin C.
da konnte ich am Tag gar nichts sehen. Okay. Also da, das okay. war wirklich grenzwertig. Da fahre ich über eine Kreuzung und ich kann die Ampel nicht mehr erkennen. Okay, alles klar. Das ist interessant, okay. Also mit dem Vitamin C, das ist, zumal es relativ, ist ein wasserlösliches Vitamin, von daher, ja, was der Körper nicht braucht, kann auch ist, also ich habe immer viel Wasser auch getrunken, ne? Ja, ja. Also okay. Da konnte das, man jetzt nicht so viel zu verkehrt machen. Ne? Ja, ja, eben, deswegen, also mit Vitamin C, probiert es mal aus, ne? Also mit Vitamin C, also was probiert es aus, vorher haben wir gesagt, pass auf, aber wenn jetzt Vitamin C, ich wusste jetzt nicht genau, was kommt, aber Vitamin C, überdosieren, ja, das könnte man eigene Verantwortung, sage ich einfach mal, ne? Ah, interessant, okay. Ja, das habe ich auch nur aus diesem, wenn der Robert Franz das so nicht gesagt hätte, mit diesem, das Auge besteht zu 80% nur aus Vitamin C, dann wäre ich darauf eigentlich nicht gekommen. Na gut, es klingt natürlich ein bisschen so zu einfach, dann, aber klar. Nee, das war halt für mich nur so der Startschuss. Hey, vielleicht bringt das was. Okay. Ne? Und die ersten Videos, also ich bin auf diese Augentrainings, ich habe das so vermutet, ne? Das mal so gehört mit der Rasterbrille und dann habe ich mich mit der Alina Flechthexe, die war so, glaube ich, so die erste, die diese Augentrainings auch gemacht hat, okay. Ne? Mit noch so einer anderen russischen Heilerin und habe mich mit der kurz geschlossen, ob sie da auch noch Erfahrung hat. Und dann hat sie das auch mit dem Vitamin C probiert und so wie ich es verstanden habe, hat sie da auch Fortschritte gemacht. Ach, okay. Also, da hast du nochmal die Bestätigung gehabt, dass es auch, dass schon mal jemand das gemacht hat und dass es gut läuft. Ja, also, nee, also ich hab ihr den Tipp gegeben, so, dass sie, so. Genau, das mit dem Vitamin C. Und okay. Sie hat mir dann Übungstipps noch gegeben, was sie macht. Schön, ja. Also wir haben so quasi so ausgetauscht, connected, sie Vitamin C von mir und sie so, ja, okay. Und ich die Übung cool. bekommen. Mhm. Ja, also super, super praktisch gewesen. Und das ist ja auch immer so, das Thema und auch was ich so toll finde an diesem ganzen, Internet und so weiter. Zum Beispiel der Karl hat jetzt probiert Vitamin C seine Augenprobleme, hat da Erfolge, kann andere inspirieren. Und genauso ist, wenn ihr irgendwas ausprobiert oder sonst was, man kann über diese Social Media Kanäle seine Erfahrungen teilen und das ist halt Empirie, das ist halt nicht wissenschaftlich, induktiv quasi, ja, dass man aus dem Reagenzglas versucht den Menschen zu erklären, sondern ganzheitlich, ne? aus Selbstversuchen. Und das kann man wissenschaftlich machen, weil das ist ethisch nicht vertretbar, Menschenversuche, zu Recht. Ne? Aber man selber, für sich selber hat man die Verantwortung. Und wenn man dann was probiert und dann was teilt, wunderbar. Und das soll auch so ein bisschen so, ja, eigentlich auch der Grund sein, warum ich mir den verrückten Karl hier an die Seite geholt habe, dass ich wirklich animiere, probiert ein bisschen mit eurem Körper aus. Nehmt das Leben vielleicht nicht ganz so ernst. Ne? Und klar, wenn man stirbt, ist blöd. Aber ich meine, das kriegt ihr dann auch nicht mehr mit. Und von daher, einfach mal schauen und gucken, aber das müsst ihr selbstverantwortlich für euch entscheiden. Aber ich finde es gut, weil dadurch tut man ja auch diese gesamte geistige Evolution, die ganze Menschheit auch immer wieder vorantreiben mit seinen Experimenten. Viele der größten Wissenschaftler haben sich selbst an sich selbst herum experimentiert. Mir fällt ja auch der Röntgen zum Beispiel sofort ein. Und also die Röntgenstrahlen, ich weiß gar nicht, ob der Röntgen hieß, aber der dann die Röntgenstrahlen gemacht hat. Der hat auch angefangen mit sich selbst da rum und ist dann auch gestorben am Krebs oder was, weil er dann zu viele genommen hat. Keine Ahnung. Aber das ist halt so. Ne? Und ja, und das ist einfach so meine Message oder unsere Message, können wir schon fast sagen, an die Menschen da draußen. Wenn ihr Bock habt und wenn ihr sowas macht, und dann auch bitte teilen. Ich hätte vielleicht auch noch eine ganz kurze Ergänzung. Ja? Ja, bitte. Und zwar meine Ergänzung ist, wenn jetzt wirklich einer dieses Ziel, jetzt mit den Augen speziell, visualisiert und das wirklich zeitnah, wie es ja bei mir passiert, abarbeiten möchte, abfrühstücken möchte quasi. Also bei mir ist nicht dieser Zusatz, also ist dieser Zusatzfaktor vorhanden. Ich habe nicht nur jetzt zum Beispiel aus dem Supermarkt immer Spinat gegessen oder so mit grüner Rohkost und so weiter, sondern ich habe in der Zeit, als ich diesen anderthalb Monate hatte mit dem Augentraining und dem Vitamin C, habe ich mich sonst fast ausschließlich nur aus dem Wald ernährt und nur Wildkräuter aus dem Wald gegessen. Das war mein Hauptnahrungsmittel, ja. Okay. Also geil. Ich hab sonst nicht irgendwie großartig, yo, ich esse jetzt noch irgendwie so viel aus dem Supermarkt Obst oder was weiß ich. Das waren im Prinzip nur Wildkräuter, weißt du? Okay. So. Und schmeckt auch, muss ich sagen, das Vitamin C sehr zitronig, ja. Mhm. Ja, also das, also das ist natürlich, das sollte man wissen. Es könnte durchaus passieren, dass man das Vitamin C nimmt und dann vielleicht jetzt nicht auf diese Wildkräuter mit diesen krassen Sachen, die noch aus dem Boden sind, zurückgreifen, dass das dann vielleicht gar nicht funktioniert. Das können wir durchaus vorstellen. Ne? Okay, als Ergänzung. Ne? Weil das sind ja hunderttausende Pflanzensekundärstoffe, das sind ja nicht nur dieses synthetische Vitamin C. Das sind ja auch noch nicht alle gefunden, also die sekundären Pflanzenstoffe, noch nicht alle bestimmt. Also da ist halt viel und das ist halt Erfahrung. Was man nicht bestimmt hat, damit kann man auch nicht arbeiten als Wissenschaftler, der induktiv arbeitet. Und das, wir experimentieren einfach und dann, ja, gut. Ja, also das soll es gewesen sein. Teilt mir uns mal eure Erfahrungen in den Kommentaren mit, was ihr vielleicht schon ausprobiert habt im stillen Kämmerlein. Und ja, vielleicht auch generell eure Einstellung in Bezug auf Experimente selbst. Ist das unverantwortlich, dass man sozusagen mit sich selber experimentiert? Hat man ein Recht, sich als Mensch nicht irgendwie da auszusetzen? Und
ja, interessiert mich einfach das Thema, wie ihr das seht. Ich weiß, es ist sicherlich sehr polarisierend, vielleicht schon den einen oder anderen ist. Haben wir das Thema mit den ganzen Giftpflanzen ausgelassen, ne? Das ganze Giftpflanzen. Das Giftpflanzen-Thema, das Giftpflanzenbereich, vielleicht in einem anderen Video nochmal einbauen oder so. Das ist ja der Experimentierbereich, den wir eigentlich jetzt machen wollten, ne? Aber gut, jetzt haben wir die Augen am Start. Das ist natürlich wahrscheinlich noch viel praktischer für viele, ne? Ja, ich glaube einfach, dass es als Einstieg vielleicht ganz gut ist, genau, für die Zuschauer mal so ja, zu sehen, dass man dann vielleicht auch so über den Tellerrand hinaus mal Sachen machen kann, die vielleicht nicht so Standard sind. Und vielleicht dann in einem zweiten Teil kommen wir dann zu den Giftpflanzen. Gut, dann verabschieden wir uns. Oh, die Eiserkeit wie beim letzten Robotspot, gleich war jetzt irgendwie am Start, ja. Jetzt kommen wir aber mal zum Ende, lieber Karl. Und ja, verabschieden uns und danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüssi.